Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft Sidecast Nummer 2289. Wir sind in der Gruppe D der IM Katowice, haben dazu einen Best of Three mit zwei wahnsinnig starken Spielern, nämlich einmal in Rot, der Terraner aus Korea, das ist Maru, beim Team Vitality, x-fache GSL-Champion, der stapelt die wirklich, weiß glaube ich gar nicht wohin mehr mit den GSL-Trophäen, die er bereits gesammelt hat. Also sein Gegner hat auch schon einiges erreicht in seiner Karriere, war schon Weltmeister, Ex-Weltmeister, hofft natürlich irgendwann mal da noch einen Titel draufzulegen, hat generell schon große Turniere gewonnen und seit vielen Jahren stark unterwegs und immer noch sehr, sehr jung. In Blau, das ist Rainer, der Italiener beim Team Basilisk, also ein ZVT zwischen den beiden. Und das, was auch schon öfter mal vorgekommen ist, dieses Matchup. Und gesamt 21 Serien haben die beiden schon gegeneinander gespielt in Turnierhintergründen. Es steht da 14:7 für Maru tatsächlich. Hat da den Vorteil doch etwas deutlicher mit 37:23 in Maps. Also es geht map-technisch auch immer wieder hin und her zwischen den beiden. Und wie man hier sieht, Maru bereits mit der Kasane an der Natural. Also fängt hier schon mal an, seine zweite Basis abzusichern. In der Frühphase, währenddessen ist es ein Hedge First von Rainer. Hat da noch ein bisschen wenig White Noise, sagt er. Also quasi, da das Turnier ja offline ist, das wurde ja entsprechend in der IM Katowice vor Ort in Katowice ausgetragen. Es gibt quasi zweimal Kopfhörer, die man hat. Man hat einmal seine In-Ears, wo man den In-Game-Sound hat. Darüber kommt dann ein weiterer Lautsprecher, kommt weitere, was ist das, ein weiteres Headset. Und das Headset haut quasi White Noise rein, wenn man auf der Bühne spielt. Also quasi ein Weißrauschen, dass man vom Außensound nichts hört, wenn das Publikum jubelt, dass quasi es nicht auffällt. Wenn zum Beispiel irgendwas Wichtiges gescoutet wird, dann dreht die Menge meistens durch. Und dass der Spieler das nicht merkt, dass das gescoutet wird, wird das entsprechend eben abgedumpft, dass man keine Störgeräusche von außen mitbekommt. Das ist eben der White Noise und Rainer meinte, seiner wäre jetzt tatsächlich zu niedrig. So, wir sehen Ling schon mal unterwegs, um zu scouten. Marines aber in Masse da. Command Center wird gebaut. Besser Command Center Nummer 3 wird gebaut. Command Nummer 2 steht bereits. Also Maru möchte Economy-Schiene fahren. Der Ling wird auch abgefangen. Also Rainer bekommt nicht viele Infos. Der Overlord hängt da an der Seite ab. Der kann es vielleicht noch versuchen. Aber bis er da reinkommt, ist halt die dritte dann auch schon fertig. Maru mit dem schnellen dritten CC, mit einer schnellen, soliden Natural. Also Economy-Focus erstmal im Early-Game nochmal ein Link-Rennen dran. Link-Speed ist noch nicht ganz da. Das wird dann auch helfen beim Scouten. Tatsächlich die Marines verpassen den Overlord ganz knapp. Aber es warten nochmal zwei Marines in der Main. Und der Overlord dreht dann auch wieder um. Da kommen noch mehr Linge angelaufen. Und mit Link-Speed kann man vielleicht noch ein bisschen mehr machen gegen die Marines. Wobei nicht mit einem gegen zwei. Das funktioniert so nicht. Und da kommen jetzt aber noch mehr Linge und dann dahinter kommen noch mehr Linge und eben das Upgrade fehlt noch. Die Marines sind nämlich ein kleines Grüppchen draußen aufgeteilt. Die Wall kann man hochziehen, Effekt wissen wir dabei. Der Ling, der nächste wird aufgesammelt. Also Rainer verliert gerade einen Ling nach dem anderen. Wir sind inzwischen bei 5 Stück, 125 Resources lost. Der Overlord währenddessen ist wieder rausgegangen, hat natürlich gemerkt, die Mainbase ist ziemlich gähnende Leere. Aber es steht halt auch schon drittes CC und es kommen 3 Factories bei Maru. Maru spielt Mech tatsächlich gegen Rainer. Das ist sehr spannend. Das heißt, die Marines, die er da hat, sind einfach nur Übergangsmarines, um sein Early Game abzusichern. Und danach werden ganz andere Einheiten gebaut. Da kommen Hellions, da kommen dann, mal sehen, kommt erst noch Cyclans oder geht es direkt in Panzer? Ich spiele jetzt erst noch die agile Variante oder geht er direkt in die statische Variante? Das wird sich in Kürze zeigen. Für Rainer, er hat seine 3 Basen, kann auf eine 4. gehen, haut mehr und mehr Drones mit dazu, hat aber immer noch wenig Planung, was sein Gegner da eigentlich treibt. Er sieht jetzt die ersten Hellions, aber das ist nicht mega verdächtig, dass es einen Reaktorwechsel gibt. Dahinter kommt Stim trotzdem. Also es ist Hybrid, was Maru spielt, oder cancelt er das Stim? Ist das Stim gefaked? Overlord kommt jetzt nämlich gerade anders, Supply Depot hat das gesehen und er Marines sofort unterwegs, um dem Overlord wegzuscheuchen, dass man diese Info nicht preisgibt. Es ist knapp, aber die Factories wurden nicht gesehen ein weiteres Mal. Und ja, da kommt Blue Flame und ja, es wird Stim tatsächlich gecancelt. Es ist ein gefaktes Stim, um den Gegnern glauben zu lassen, ja, das, ich spiele Bio, mach dir keine Gedanken. Und da kommt ein Banningless, da kommt ein Leertag für Rainer, aber die Banninge werden ihm gegen nicht so gut helfen. Gegen die Seconds. Link scoutet nochmal ran. Hat der Link gesehen, dass das Tech Lab offline ist? Bin mir nicht sicher. Wir kriegen jetzt noch Spore-Caller für Rainer. 4. Basis kommt dazu. Sein Creep macht, wenn das ein Fortschritt, der hat 8 Queens auf dem Feld. Der Maru braucht ein bisschen länger, bis er tatsächlich in Bewegung geht auf die Karte. Die Marines gehen als erstes nach vorne, weil dann soll der Überraschungsmoment eben kommen mit Cyclans, Hellions und Blue Flame. Dass man damit kombiniert angreift, wenn das die Marines versuchen, eben hier noch ein bisschen Präsenz zu zeigen. Haben halt nichts und die Marines, ja, werden auch bei nichts bleiben. Die kriegen keine Upgrades, kein Stim, kein Combat Shield. Einfach nackte Marines, die jetzt nicht so spektakulär sind. Hier, der versucht, die Felsen aufzumachen. Nochmal Link möchte scouten, jetzt mit Link Speed. Findet dann den Hellion. Hellion hat noch keinen Blue Flame. Link kommt aber ran und der Link wird sehen, da ist... Okay, da wird Stim tatsächlich wieder angedrückt.
Also quasi, guck mal, ich habe stimmlicher Vorschütz Combat Shield. Das ist das, was Maro hier verkaufen möchte. Er gibt sich wirklich Mühe, das zu verkaufen. Es war ein Baning mit Baning Speed gerade geholt. Jetzt sieht man aber, ja, sehr viele Cyclones stehen auf meiner Tür. Weil mit Lingen kann man auch die Cyclones versuchen zu surrounden. Baning könnte auch Angst machen, aber ohne Baning Speed ist es sehr, sehr schwer. Diese Truppe hat erschreckend viel Damage und gleich noch mehr bei Blue Flint. Infernal Pre-Igniter ist ready. Das heißt, mehr Bonusschaden gegen leicht gepanzerte Lingen. Die Queens an vorderster Front versuchen das durchzuhalten, bis die restlichen Linge Baning irgendwie engagen können. Es gibt einen Counter-Attack mehr. Das Linge sind drin in der Netspiel, in der Mainbase. Da wird es mit der Baning rangerannt. Das sieht man genau das. Man kitet einfach nach hinten. Und jetzt geht's wieder gegen die Queens. Die Queens sind fast allein. Nochmal ein paar Linge Baning kommen mit nach vorne. Gott, es ist ein zäher Kampf hier. Am Ende, die Circle kann sich noch ziemlich gut durchsetzen. Und der Counter-Attack tatsächlich, der macht einiges. 5 SCVs down, die beiden Armories wurden lahmgelegt. Und Maru wurde da selber ein bisschen überrascht von dem Counter-Attack. Die Queens gehen nochmal off-creep und damit etwas in eine gefährliche Lage. Aber sie haben die Tankiness gegen Hellions. Und am Ende kommt Vayner gar nicht mehr so schlecht weg in diesem Fight. Er holt selber sehr viel Schaden raus, gleicher Work-Account. Wir sind bei 4 Basen zu 3 mit einer 4. Nebenbau. Mining-Vorteil, weil die Terran Economy eine Zeit lang eben nicht arbeiten konnte. Army Supply ist auf beiden Seiten abwärts gegangen. Jetzt ist Baning Speed da, jetzt kommen noch mehr Linge, es kommen Hydra dann mit dazu. Es kommt Missile Attacks. Eben Fokus liegt da nicht auf den Lingen, weil die Linge haben kein leichtes Leben gegen die Hellions. Zwar besser gegen die Cyclones, aber solange Hellions mit dabei sind, ist es sehr, sehr schwierig. Armories sind jetzt da, das heißt, Hellbat Transform wäre auch möglich. Eine Queen stoppt aber nochmal Counter-Attack. Also dafür werden die Dinge gerade hauptsächlich verwendet, um den Terraner zu Hause anzugreifen. Und da wird die Vierte auch mal kurz unterbrochen. Und Arena kauft sich damit wertvolle Zeit, muss man sagen. Es kommen jetzt aber noch mehr Cyclones und 1-1 Upgrades für die Cyclones. Also die werden nochmal stärker, wobei hauptsächlich man sich schadet mit den Lock-On. Der ist nicht vom Attack-Upgrade betroffen. Das ist einfach Spell-Damage. Und die Linge wollen jetzt aber den Surround ansetzen auf die Cyclones und die Aliens. Fluchtweg ist versperrt, das sind Mineralien und damit ist kein Weg nach draußen. Die Cyclones werden erfolgreich gefressen. Vayner lässt die Falle zuschnappen. Reinforcements sind unterwegs. Die nerven ihn ein bisschen mehr. Creep wird aber nachgesetzt und Vayner konnte den weiteren Push halten. Supply-technisch ist es knapp, aber Rainer hat noch etwas Geld auf der Bank tatsächlich. Und jetzt kommen Hydras mit dazu. Jetzt hat er auch Fernkampfschaden mit dabei. Versucht hier noch die Aliens zu surrounden. Auch das gelingt ihm erstmal. Und die Cyclones alleine sind nicht so gut gegen die Linge. Die brauchen dann schon Hellion Unterstützung. Die helfen bedeutend. Am Ende fahrt man nochmal ein paar Kills durch. Also Maro versucht einfach präsent zu sein. Holt seine vierte Basis mit dazu. Noch mehr Factories. Er bleibt auf der Mech-Schiene. Und jetzt belagert er die vierte Basis von Rainer. Hat er genügend Antworteinheiten? Wie viele Hydras sind es inzwischen? Es sind 3 und es kommen nochmal 7 oben drauf. Also Hydra-Masse wächst und wächst. Fünfte Basis kommt mit dazu. Die wird gerade runtergeschossen und kann eventuell nicht gehalten werden. Wird sie auch nicht. Die wird gecancelt. Queen-Anzahl ist jetzt auf 8, aber die wurde wieder erhöht. Ist nicht die ein oder andere Queen gestorben. Ja, 6 Stück sind bereits sogar draufgegangen. Also Supply wächst, Maru weiter mit einer recht agilen Truppe eben. Die Cyclones und Hellions fahren doch deutlich zügiger von A nach B. Ist nicht so eine statische Armee, wenn man Panzer sieht, also Siege-Tanks mit dabei hat. Die Linien weiteren Runby rein in die dritte Basis. Einheiten sind aber bereits dran, um sich drum zu kümmern. Somit der Schaden hält sich in Grenzen. Es verschafft Rain ein bisschen Zeit. Er nimmt mal 2 SCVs mit, aber es sind 83 SCVs auf dem Feld. Die Maru Economy ist jetzt ein ziemliches Monster. 4 Basen, 83 SCVs, natürlich die Mules mit oben drauf. Hat den Mining-Vorteil, hat ein bisschen weniger Ressourcen verloren. Mehr das Rainer schiebt sein Army Supply weiter und weiter nach oben. Er hat die Hydras und davon auch wirklich einige. 2-2 soll noch kommen für die Hydras, aber das dauert. 2-2 ist auf beiden Seiten unterwegs. Ein paar wenige crashen mit runter, aber die Feuerpower hier. Okay, wieder mal die Flanke. Der versucht es around, den Terraner-Einheiten den Weg abschneiden und sich dann durcharbeiten. Die kiten aber nach hinten so gut es geht. Dinge Baninger opfern sich dafür in diesem Fight eben. Je weiter da Maru weglaufen kann, aufgibt, umso besser wird der Fight für ihn. Das Überleben mit diesen Cyclones erreichen. Trotzdem muss er aufpassen. Es ist DPS eben da für Rainer. Hat sehr viel Damage, den er rauspumpen kann. Und da will er auch sofort weiter mal. Wieder mal die Wand. Dieselbe Wand wie eben ist das Problem. Blockt einige Einheiten, zerstört einige Santarana Supply. Also Maru hat sich wieder in dieselbe Ecke reingewagt und wieder dafür wurde er bestraft. Jetzt switcht er um auf Siege Tanks. Jetzt wird die Armee statisch. Der Punkt kommt die meiste Zeit, wenn man von Battlemech startet, dass es irgendwann eben mit den Panzern weitergeht. Wenn man das Geld dafür hat. Die Produktionskapazität, der hat eine fünffache Panzerproduktion, ist wirklich eine Wand. Und dagegen sind dann die Hydras auch nicht mehr so toll. Da braucht man dann bessere Werkzeuge. Vipern wären gut, Broodlords wären gut, aber dafür braucht Rainer noch einiges an Zeit. Ja, das ist ein Maru, er klettert in der Panzerzahl wirklich massiv nach oben. 7 und gleich 12. Und 2-2 ist eben auch unterwegs. Dafür der Fight verlagert sich weiter nach vorne. Also jetzt Maru mehr in der Defensive. Er hat schon eine fünfte Basis geholt. Also ihm geht's economy-technisch gut. Da ist eine Hedge unterwegs, die gar nicht mal richtig platziert wurde. Gut gesetzt werden kann sie sowieso nicht. Da steht ein Gebäude im Weg. Hier nochmal Baning werden gekitet. Man sieht Blue Flame macht sein Ding. Zerg off-creep in keiner guten Verfassung. Die Seconds gehen nach vorne. Panzer mit dabei. Gut, jetzt sind es hauptsächlich Hellions plus Panzer und der. Feuerschaden ist auch gegen Hydras gut, weil Hydras nehmen fast leicht gepanzert. Man sieht, dass die Hydras schmelzen weg. Gegen die Hellions. Die Panzer sind noch nicht mal wirklich voll integriert in diesem Fight. Aber die Zerg-Armee leidet einfach massiv und Rainer hat keine Antwort. Das ist jetzt halt sein Problem.
Er bräuchte den Switch auf Hive, aber Hive ist gerade erst im Bau. Das dauert doch lange, bis das tatsächlich fertig wird. Turnami schiebt sich schon on-creep wieder mal. NX und Creep wurde auch schon zerstört. Jetzt die erste Welle Panzer wird abgerissen. Jetzt kommen wieder ein paar Cyclins bei Aliens nach. Ist das genügend Terraner? Ist das genügend Zerg? Die Zerg-Army pusht weiter und weiter in mehr Panzer rein. Will einfach alles loswerden, was jetzt vor der Haustür steht. Aber man sieht, da kommen immer noch mehr nach. Da stehen immer wieder noch mal ein paar Panzer an der Seite. Und damit die Zerg-Army, jetzt wird sie ausgebremst Stück für Stück. Jetzt frisst sie selber mehr Schaden. 2-2 ist drauf auf beiden Seiten. Es kommt der Lurker dann. Aber Rainer hier ein weiteres Mal. Er schafft es nicht ganz, Maru wegzudrängen. Er wird jetzt selber wieder zurück in seine Basis gepusht. Wenn das hier drüben, haben wir Overlord Creep und die Drohnen. Da ist aber eine PF mit dabei. Hier nochmal der Run auf die Panzer, auf die Hellions. Die Linge geben ihr Bestes, um einen Panzer nach dem anderen auszuschalten. Panzer im normalen Modus kommt jetzt schon angefahren und ballert sich durch die Zerg-Einheiten durch, weil kaum noch Zerg-Einheiten da sind. Es werden Linge Hydras nachgebaut. Hive-Tech ist jetzt fertig. Lurkenden dauert noch. Und die Turn-Army hat aber hier richtig viel Fläche schon freigeräumt. Kaum noch Creep. Hellbats mit dabei. Panzer schieben sich nach vorne. Marus Feuerpower ist Rainer wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Am nächsten Run nach unten auf die Rampe. Aber die Hellbats da vorne blocken die Linge. Die Hydras hier waren zerrieben von den Siege-Tanks. Und die Turn-Army schiebt sich damit wieder weiter nach vorne. Kann Rainer das Problem lösen? Es sieht gerade nicht mehr so gut für ihn aus. Er findet nicht die direkte Rolle. Vipern sind unterwegs. Aber es dauert halt trotzdem Zeit, bis die Energie haben. Und nicht sicher, ob Rainer die Zeit dafür hat. Weil er verliert ja gleich eine richtig wichtige Base. Die Basis außen ist dann auch isoliert, die eine weitere Base werden sollte. Das sammelt noch nichts, aber trotzdem wäre sie wichtig gewesen. Als Produktionsstätte und natürlich als potenzielle Basis. Und hier die dritte ist weg. Und es geht weiter Richtung vierte und natürlich unten zur sechsten Basis, die da gerade runtergeschossen wird von den Cyclins. Das heißt, auch Creep wird nochmal weniger. Scan mit dabei. Die Zerg-Einheiten werden weiter beschossen. Die Panzer einfach Stück für Stück pumpen sie Damage nach vorne. Vipern, mehr werden gebaut. Jetzt kommt die ersten Abdax wieder so. Die ersten Viper-Spells sind mit dabei. Ist das genug, ist die Frage. Die Hydra-Army hat es trotzdem wahnsinnig schwer. Und Maru dahinter, seine Economy läuft halt, also er hat da gar keinen Stress zu Hause. Es gibt keine Counterattack bisher von Rainer. Da sind Overlords einfach, die reinfliegen. Die machen nichts, die Vipern versuchen mal Bestes, werden von den Cyclins aber auseinandergenommen. Die Hydras werden an die Netzschwell schon gedrängt und man sieht, wie wirklich die Creepfläche verschwindet hier vor der zentralen Basis eigentlich von Rainer. Er kämpft mit allen Mitteln, die Hydras, aber mit einem guten Surround, eigentlich mit einer guten Position, aber es ist zu viel Panzerfeuerpower und die Panzer kriegen dann halt auch noch 3-3 demnächst. Werden damit nochmal stärker, noch mehr Damage, noch mehr Rüstung und die Mech Army wird die ganze Zeit reinforced. Es sind noch viele Siege-Tanks mit dabei. Die Hydras kämpfen hier wirklich mit dem Rücken zur Wand selber gerade. Die Vipern haben nochmal Energie genuckelt, um sich mit einzumachen. Es ist ja kein Nichts da, um die Viper zu unterstützen. Man kann zwar Panzer ranziehen, aber wer soll die Panzer zerstören? Es sind keine Hydras mehr mit dabei. Es tropfen einzige Hydras hier mit rein, aber die schaffen das auch nicht. Es sind immer noch vier Panzer hier und jetzt als nächstes das Banning Nest im Ziel. Und natürlich, die Produktion kann auch nicht mehr so gut gebündelt werden. Die Basis unten ist down. Die Basis oben im Deal auf noch, glücklicherweise für Rain. Also oben kommt noch Geld rein, ist ein Trost für ihn. Aber er hat wirklich Probleme, eine Armee aufzustellen, die tatsächlich kämpfen kann. Sein Army Supply crasht mehr und mehr. Mining-technisch ist es ausgeglichen, aber die Turn-Army natürlich ballert mehr Zerg aus dem Leben. 20 zu 26.000 Resources lost. Und hier, die Cyclins werden tatsächlich abducted. Die werden reingezogen. Das Banning Nest ist gleich down. Und die Netzschwelle ist damit massiv geblockt. Man sieht auch hier, die Creep mit einem Scan könnte man noch mal ein bisschen was wegnehmen. Der ganze Creep-Tumore, die da rumstehen. Aber Maru will einfach den Todesstoß. Er will auf die Netzschwelle drauf. Da steht der Hive und Rainer sagt sich, nee, ich krieg das nicht in den Griff. Er füttert hier mehr und mehr Einheiten in die Todesmaschine von Maru. Der reibt damit mehr und mehr Zerg auseinander. Wirklich eine Mühle, in der Zerg aufeinander genommen wird. Und mit 21 zu 28.000 Resources lost endet das Ding. Also Maru mit dem Max-Time eben das Battle-Mech am Anfang mit der Agilität. Und dann switcht er wirklich massiv auf Panzer und bedrängt Rainer damit massiv. Man sieht auch mit 93 SCVs Maru einfach eine mordsmäßige Economy zu Hause. Rainers Economy war nicht schlecht, aber konnte das trotzdem nicht kompensieren. Die Verluste, die er hatte, die ständigen Fights auch. Der Fight wollte ich einfach nicht enden. Ich glaube, der Battle Report wird, ja, 5 Minuten Battle Report. Seit Minute 9 hat das nicht aufgehört zu ballern. Und man sieht, dass Maru einfach ein Stück mehr zerstört hat und auch mehr Damage rausgeteilt hat mit 70 zu 30% in Sachen Schadensverteilung. Also das war für Rainer einfach langfristig nicht tragbar. Er hat sein Bestes gegeben, das aufzuhalten, aber es war einfach nicht drin. 8 SCVs, dann 15 Drones, dann die Counterdecks waren zwar noch sehr gut, Maru hat tatsächlich nicht ein Gebäude verloren. Und dann war es einfach ja die Panzerwelle, die nach vorne schiebt, gnadenlos. Und mal gucken, ob wir Mech auch in der zweiten Karte kriegen oder ob Rainer da selber irgendwie die Initiative ergreifen möchte. Weiter geht's auf Solaris zwischen den beiden. Also Overlord in Bewegung, man sammelt die ersten Ressourcen, die ersten Mineralien. Supply Depot kommt bei Maru und für Rainer wird es die Hatch First bei ihm. Hat er doch noch andere Pläne. Ja, er baut zuerst Vespinga Spawning Pool. Tatsächlich ein Pool First Opener. Kann damit versuchen, Command Center zu belagern. Command Center kommt allerdings als CC First. Das heißt, Maru baut das direkt. Und das wird fertig sein, bevor irgendwelche Linge bei ihm aufkommen. Also da kann Rainer dann doch nichts damit machen mit seinem Opening. Hat halt zwei Linge, die er rausschickt. Aber eben, er hat nicht den Zeitfaktor, um dieses Teil zu stoppen. Das ist schon komplett fertig, bis er hier mit den Lingen auch nur ansatzweise ankommt. Man sieht die Linge, die rennen da auch außen, die warten quasi, dass der Reaper die Basis verlässt zum normalen Timing. Aber das ist halt nicht der Fall. Es gibt keine Reaper-Expansion.
Es gab hier CC First, entsprechend für Rainer nicht ganz optimal, es kostet ihn ein bisschen Economy, weil Marus Economy halt auch etwas schneller ist und Maru auch sofort mit der dritten Basis dazu. Ja, die Linge warten quasi immer noch, dass ein Reaper in der eigenen Basis aufkommt, aber es kommt halt nichts. Daher Rainer kann das mit Linkspeed kombinieren, damit vielleicht noch versuchen, ein bisschen durch die Gegend zu wirbeln. Ich meine, momentan die Turnbase ist ziemlich offen, wie man sieht, da ist nichts irgendwie geschlossen. Aber halt dafür schon gleich ein drittes CC da und jetzt Aliens mit dabei. Damit ein Early Game eben sehr Economy-lastig aus der Seite von Maru. Dafür Rainer sagt, gut, wird Zeit anzugreifen mit Roaches, mit Lingen. Kann Maru das verteidigen? Das ist jetzt seine große Aufgabe. Also Rainer wirklich gebündelter Angriff mit Linkspeed, mit Roaches, mit Ravagern. Er ist auf einer recht schlechten Economy. Der hat doch 21 Drones und er legt nochmal Einheiten nach. Aber Maru hat jetzt einfach auf massenhafte Economy gebaut und muss das irgendwie in den Griff kriegen. Ein Supply, die Horde verlieren, aber gut, er hat Supply zur Verfügung. Und jetzt zwei Cyclans sind da. Das wird helfen in der Verteidigung. Trotzdem braucht man halt Zeit, durch die Roaches durchzukommen. Die Dinge werden, dass die knapp am Command sind, aber die wollen eigentlich eher an die Worker. Die CTs kriegt man nicht so schnell down, so früh im Spiel. Und tatsächlich, die Cyclans machen bisher einen sehr, sehr guten Job hier für Maru. Arbeitet sich durch die Einheiten durch. Er hat 7 SCVs verloren, aber er hat halt auch mehr Worker als der Gegner. Und Cyclans holen sich den ersten Ravager. Zweite Ravager ist auch noch mehr SCVs, gehen mitten in den Kampf, dass man eben den Rest der Zerg-Gruppe irgendwie bezwingt. Da kommt es aber nochmal Linge nach. Also Rainer ist hier immer noch gefährlich in der Base des Gegners. Viele Dinge mit drin, viele SCVs, die nicht arbeiten können. Die 3 CCs pumpen mehr SCVs. Also trotz allem, Maru baut noch immer weitere Worker. War klar, er hat auch nicht so viel Produktionskapazität für anderen Kampf. Die SCVs sind wieder im Kampf und es ist ein Fight, der sehr viele SCVs kostet. Aber am Ende, die Turn Army wird hier souverän bleiben, wird das Spiel überleben. Dafür Worker Count ist quasi ausgeglichen. 27 zu 24. Dafür haben wir aber 3 Basen zu 2. Also da ist Maru trotzdem eine Base vorne. Hat die Cygnus hier da vorne stehen. Er geht sofort auf Doppel-Ebay und 1-1. Also er dieses Mal will er Bio spielen. Die Frage ist, was macht Rain jetzt aus der ganzen Geschichte? Der legt nochmal Linge nach. Sieht mining-technisch eine auf und ab. Aber langfristig ist das besser eigentlich für Maru. Rainer bleibt auf seinen 2 Basen und versucht eben nochmal eine Angriffswelle rauszuschicken. Ich meine, hier sind 2 Hellions, hauptsächlich Cyclans. Also damit nichts wirklich, was toll ist gegen viele Speedlinge. Und da kommt nochmal ein ganzer Schwall. Roaches wird auch nochmal nachgelegt. Das ist einfach nochmal eine Welle hier für Rain. Ein paar mehr Drones hat er reingequetscht. Maru hat natürlich keine Ahnung, was da gerade passiert. Er spielt noch komplett im Blendflug. Das ist das Weiteste, was seine Enten bisher geschafft haben in Sachen Gegenseite. Der besucht jetzt eine Trillionmark, da ist keine dritte. Auf der anderen Seite auch nicht, weil da gibt's Roaches, da gibt's Linge. Es wird Zeit, den Terran ein weiteres Mal zu überfallen. Und die Hellions nicht zu Hause, das heißt, die Cygnans müssen auch aufpassen. Roaches noch nicht ganz da. Die Hellions fahren jetzt auf die andere Seite und merken, auch da ist keine dritte Basis. Das verrät Maru sehr, sehr viel, dass der Knie einfach nochmal voll auf Push geht. So ganz scan auf die Naturals. Was ist hier los? Und er sieht eine Natural, die wirklich nicht gut läuft, weil einfach nochmal ein Schwall Einheiten da ist. Maru schickt wieder die SCVs in den Kampf. An der Rampe gibt es ein bisschen Ärger. Eben die Hellions nicht zu Hause. Hellions wurden gerade von den Roaches zerlegt. Dafür die Dinge opfern sich hier rein, füttern sich hier rein. Die SCVs kämpfen wieder mal mit. 5 SCVs down, 2 Bunker werden gebaut. Mehr Production kommt online für Maru. Seine Mainbase soll irgendwie halten. Seine Mainbase wird erstmal halten. Aber jetzt kommen die Roaches nochmal nach mit noch mehr Lingen. Noch mehr SCVs im Kampf. Die Natural kriegt nochmal ein bisschen Probleme. 26 zu 37 Worker. Also da ist Maru jetzt eigentlich wieder vorne. Mit seinen 3 Commands natürlich auch kein Problem danach zu legen. Er verliert aber noch mehr SCVs in diesem Kampf. Ravager Cross Ball trifft nicht so besonders, aber SCVs werden wieder reingefüttert in diese Verteidigung. So viel es geht. Irgendwie muss das halten. Bunker werden gefüllt. Es kommen nochmal Ravager nach. Kann Rainer hier durchpushen? Kann Maru das halten? Noch mehr SCVs werden reingezogen. Er hat noch 21 Stück davon. Der Bunker ballert raus, was geht. Wird jetzt selber angegriffen. Bunker treppt. Es hat nicht viel DPS davon. Die beiden 30 SCVs ist da und jetzt ist ein Siege Tank mit dabei. Aber es sind noch 3 Ravager. Die könnt ihr mit Corrosive Bile Sniper haben. Und glaube ich gerade keinen Corrosive Bile auch zur Verfügung. Jetzt ist nur noch ein einziger Ravager und der schafft das mal länger nicht. Der Bunker hält tatsächlich, aber der Verlust an SCVs ist dafür wirklich absurd riesig. 36 SCVs sind gefallen. Wir sind bei 13 SCVs zu 26 Drones. Jetzt hat Rainer den doppelten Worker-Count, aber halt eine Basis weniger. Wobei Maru sammelt von einer einzigen Base mit Mules. Und Panzer wird jetzt neu aufgestellt. Und jetzt wird gewechselt. Jetzt kommt eine dritte Basis. Jetzt kommen wir Drones. Jetzt hat Rainer das Gefühl, okay, ich habe Schaden gemacht, den ich gebraucht habe. Hat nochmal einige Linge hier auch vorne. Aber da ist ein Marines, da ist ein Panzer. Das sollte Maru in den Griff nehmen. Er hat sogar Stim inzwischen schon. Und die Marines auch auf 1-1 gegen 0-0 Linge. Und am Ende die Linge kommen hier nicht durch. War vom Panzer nochmal ordentlich aufgerieben. Dieser Panzer hat 17 Kills gesammelt. Da soll es nochmal ein totes SCV geben mit 3-4 angeschlagenen Dingen. Die laufen da nochmal raus. Die Roach kann auch nicht viel helfen. Also Maru überlebt das in einer schlechten Economy-Situation, aber er hat dreifach Mule, das kompensiert und er kann das auffahren mit 3 CCs. Also er ist tatsächlich noch nicht raus, aber das Game verschiebt jetzt halt sämtliche Timings. Das ist jetzt alles eine sehr, sehr wilde Angelegenheit. Wir sind bei 8 Minuten. Der eine hat 40 Supply, der andere 50. Also das ist schon eine schwierige Sache. Man sieht viele Drones, weil die dritte noch nicht da ist. 38 Drones. Gut, viele Drones sind die Mainbase verliert schon die ersten Mineralienfelder. Die dritte ist noch nicht mal fertig. Das ist der Zustand, in dem wir uns jetzt befinden.
Und somit beide sind am Wiederaufbau erstmal beschäftigt. Der Reaper scoutet nochmal nach vorne. Speedling ist in Transit. Okay, dritte Bass ist jetzt ein Thema. Da kommt keine weitere Angriffsfalle direkt. Combat Shield als nächstes und Medivex gleich da. Das heißt, dann kann Maru auf Attack umschalten. Er hat ja noch Marines. Und mit Combat Shield und Medivex geht dann auch einiges. Stim hat er schon, er hat auch 1-1, er holt eine Armory. Also Upgrade-Situation wird sehr, sehr spannend, weil Rainer erforscht jetzt sein 1-1. Maru kann gleich 2-2 starten. Er hat jetzt seine zweite Basis wieder in Betrieb. Und mal sehen, wann er dann die dritte rausfliegt. 32 zu 50 Worker. Ja, da ist mal Dropword verladen. Wenig überraschend. Jetzt wird es Zeit, Druck auf den Zerg zu machen. Ja, dass da nochmal ein Link kurz reinrennen wollte, dann abgefangen wurde. So, jetzt liegt es erst an Rainers Verteidigung. Klar, Baninge hat er nicht. Linge haben 0-0. Er baut jetzt mehr Berserklinge, weil er sie braucht. Er hat eine Roach, zwei Linge als Verteidigung. Das heißt, er braucht die Zusatzlinge. Diese Marines waren sonst sehr gefährlich. 1-1 Marines mit Combat Shield, Stim und eben Medivac-Unterstützung. Und entsprechend Maru sagt einfach, gut, ich kann hier schon ausladen. Das kriege ich schon irgendwie hin. Die Marines wollen sich durcharbeiten durch die Linge. Und Stim ist gezündet. Und man sieht das auch. Die Linge schmelzen. Die Queen stirbt. Die Roach keine Chance. Und die Marines sind drin in der Mainbase. Es sind einige gestorben, aber sie haben halt noch Feuerpower. Entsprechend geht es jetzt an die Drones. Die ersten Drones fallen. Drei Stück sind down. Die Queens sind massiv. Versuchen das zu verteidigen. Queen 1 wird gefokust. Die Marines werden weniger, werden schwächer. Die Medics werden runtergefokust. 1 ist down. Die Marines halten es einfach voll drauf. Wollen noch mitnehmen, was geht. Jetzt ist Carapace 1 mit da, also zumindest abgetrennt, bisschen angeglichen. Nochmal mehr Linge werden da reingefördert, die Mainbase geht wieder an die Arbeit. Die Marines laufen nochmal zur Seite, werden aber dann aufgesammelt. Und Rainer geht auf eine Basis Nummer 4. Aber da sieht man, diese paar Marines haben einiges rausgeholt an Damage. Haben sehr viel Zerg kaputt gemacht, ein paar Worker noch erwischt. Dritte Basis jetzt auch für Maru online, 46 zu 57. So langsam sieht das tatsächlich nach einem vernünftigen Makro-Game aus. Währenddessen kommt das Baning Nest auf der Zerg-Seite eben 2-2, ist halt schon unterwegs bei Maru und auch schon ziemlich weit, muss man sagen. Währenddessen Rainer versucht jetzt sein Creepset nach vorne zu schieben, 6 Queens, er baut nochmal 3 Stück. Link Baning Defense erstmal, währenddessen die nächste Marine-Masse kann sich nach vorne bewegen. Und eben mit 2-2 wird das nochmal ekliger, plus 2 Carapace startet auch. Vorwärts geht's hier für Maru, der sich jetzt auch eine vierte Basis dazu baut. Ist krass, dass ich aus diesem Keller wieder rauskomme. Maru ist runtergedroppt auf 13 SCVs, darf ich anmerken. Und das Game eben erreicht jetzt die 60 Worker tatsächlich. Sowohl beim Terraner als auch beim Zerg. Mal gucken, wie hoch das jetzt noch geht mit der vierten Basis auf beiden Seiten. Jetzt mehr Drop-Aktivität und eben Bioplay von Maru. 2-2 ist gleich fertig. Das heißt, die Marines sind die nächsten 2 Minuten ziemlich gefährlich. Die Linge wieder mit einem doppelten Upgrade nachtreten. Vor allem immer noch ohne Speedbanes. Also man muss mit Lingen einfach so frontal drauf rennen oder Queens mit reinwerfen, um solche Drops abzuwehren. Maru kann da immer noch sehr, sehr gut bedrohen. Geht jetzt auf Widowmines mit dazu, baut mehr Kasernen mit oben drauf und es kommt ein Infestation Pit, dass der Tag auch auf der Zerg-Seite weiter wächst. Die Queens blocken erfolgreich. Und bei den Marines, ja, man sieht das, die haben nicht so viel Angst. Die denken, ja, da geht schon noch ein bisschen was, da geht schon noch ein bisschen was. Wollen die Queen haben, zum Schluss werden mehrere verwendet, um die Marines zurückzuschlagen. So, vierte Basis von Maru. Sie steht an der Natural und ist gleich fertig. Ja, das sind hier, kommen jetzt die Baninge und Baning Speed dauert nicht mehr so lange. Ja, Minute 12 Baning Speed. Bisschen später als gewöhnlich. Dafür Maru arbeitet bereits an 3-3. Also seine Upgrades sind wirklich erstaunlich schnell dafür, wie schlecht seine Economy-Situation teilweise war. Aber einfach, er hat schnelles 1-1 gehabt und dann auch sofort nachgelegt mit den Upgrades. Immer Rain ist 2-2, wird auch bald fertig sein. Hivetech ist dann auch unterwegs und hier Bewegung in der großen Armee mit Marine-Masse. Die besteht aus 27. 4 Medivacs mit dabei, die Panzer kommen nicht mit, die Panzer stehen zu Hause für die Defensive und ein großer Drop wird versucht. Doom Drop Richtung Mainbase, da warten aber einige Länge. Also da ist man ready eigentlich, Overlord kann das auch sehen. Neue Basis soll es hier geben, eine sechste Basis, das ist nämlich die fünfte mit dem Bonus aus Bingas. Die Länge einen Schritt nach hinten gemacht, die Medivacs gucken sich die Lage an, aber können da erstmal nicht rein. Die neue Basis können sie sofort angreifen. Die wurde automatisch gebaut und Rainer schafft es aber noch, sie zu canceln. Baning jetzt eben mit Speed Up geht da jetzt. Carapace 2 wird gleich ausgeglichen, 3-3 dauert noch, die Marines versuchen zu ballern. Widowmine wird beschossen vom Crows of Fire, lebt aber noch. Widowmine kann auch selber noch schießen. Linge quetschen sich hier ran, wollen nicht zu nah ran. Jetzt ist die Widowmine down. Die Münzen das alleine, aber versuchen Off-Kick noch Baninge zu fokussen. Das tut Maru gerade ziemlich gut. Und einige Baninge mit. Lädt nochmal in der großen Masse ein, sieht die Hatch nochmal, will er nochmal drüber ausladen und das Ding snipen. Ne, er will die Mainbase versuchen. Da warten die Linge an der Seite. Trotzdem, die Marines sind in ordentlicher Masse draußen. Ist das genug, was Linge da ist? Es ist erstmal genug. Währenddessen wächst der Creep-Spread für Rainer. Also er setzt sich mehr auf der Map fest, geht sofort auf Zentral, das Carapace-Upgrade. Weil er genau weiß, er muss da dranbleiben an seinem Gegner. Burrow kommt auch mit dazu. Das Game wird tatsächlich ein... Wir wandeln uns nach und nach in die Late-Game-Situation. Aktuell noch voll im Mid-Game unterwegs, aber man sieht die Werkzeuge, die mit dazu kommen. Mehr Command Center. Mein Worker Station. Wir haben von beiden jetzt 80 Worker tatsächlich erreicht. Drilling Pause für die Widowmines wäre richtig. Man sieht, wie lange es dauert, da einzugraben.
Würde man es schaffen, da nicht so viel. Der Drop unten wird auch nochmal defended. Also Maru versucht mit viel Agilität zu spielen, aber Rainer hat jetzt gerade die Antwort da drauf. Geht auf sein eigenes Adrenal Glance und geht auf 3-3 für die Linge. Also es wird tatsächlich das volle Bio-Game. Beide schaffen auch den Max-Out. Es fühlt sich so komisch an, wenn man bedenkt, wie schlecht die Economy der beiden teilweise war am Anfang noch. Wie lange das gedauert hat, aus diesem Keller rauszuziehen. Aber jetzt, ja, haben wir wirklich die Überfliege-Economies. 80 Worker auf beiden Seiten. Bei Rainer fast 90. Basen sind da. Mining ist gut. Und es kann mit mehr und mehr Material gekämpft werden. 3-3 Upgrades unterwegs und 3-3 auch gleich fertig für die Bio. Concussive Shells, Vehicle Plating 1. Das heißt, Widowmines und Medivex profitieren davon. Drilling Claws ist drauf auf den Widowmines. Also Maru ist auch ein deutliches Stück gefährlicher geworden. Gerade gegen die Link-Bating-Masse. Die Widowmines bohren sich jetzt ziemlich schnell in den Boden und schießen damit in alle möglichen Richtungen. Treffen aber hier noch nicht die Traumtreffer. Widowmines können dann geklärt werden. Eine weitere Queen hat es dabei zerrissen. Und die Sorgami will es doch mal auf Angriff ein bisschen umschalten. Uli Cavern kommt mit dazu. Ich meine, die Panzer stehen immer noch zu Hause, die vier Stück. Die hat man einfach komplett zu Hause gelassen. Und Maru hat jetzt ebenfalls eine fünfte Basis, Bonus des Pinkas-Basis geschnappt. Hier die Marines versuchen sie durch die Linge durchzuarbeiten. Es sind 3-3 Marines gegen 2-2 Linge. Aber es kommen noch mehr Linge nach. Die Marines schreddern sich doch sehr viel durch. Am Ende reicht es aber nicht ganz. Mein Resources Lost ist da auch schon massiv gestiegen. 8000 zu 10.000 jetzt, 2000 Unterschied. Der Drop will noch mal mehr in der Mainbase, aber wird am Ende abgewehrt nach und nach. Die Drones kriegen noch mal ein bisschen Schwierigkeiten. Das sollte alles dann am Ende geblockt werden. Das Medic lebt mit einem Midpoint, hält die Marines so ein bisschen am Leben. Wenn das in der Trupp wollte, näher rein, aber wird von den Queens abgewehrt. Und somit Maru hat ja im Süden jetzt seinen Truppzeit verloren, konnte das Medic mit dem letzten Midpoint. Rainer konnte den Süden verteidigen. Im Norden konnte das auch zurückdrängen, hat das Moment der Ruhe. Vipern kommen jetzt mit dazu. Ja, beide haben eine starke Eco. 85 zu 95 Workers sind das jetzt geworden. Die Economies von wirklich Katastrophe. 13 SCVs waren es mal für Maru. Jetzt ist er bei einem 3000 Mineralien und 1200 Vespingas Income. Also es läuft. Dieses Game wurde aus dem Keller gezogen und jetzt wird es eine Makroschlacht von den beiden. Gebäude-Upgrades kommen mit dazu. Zweites Ship und Vehicle-Plating kommt. Die Vipers saugen gerade Energie. Die Marauder pushen nach vorne. Wollen die Hedge snipen und werden... Nein, sie werden sich erstmal nicht snipen. Bending Waffen ziehen den Weg, aber wollen eigentlich nicht auf Marauder prallen. Parallel gibt es einen Counter-Deck von Rainer mit massen Abflingen. Die Panzer sind da noch in der Gegend. Schießen ein bisschen was aus dem Leben. Trotzdem, der Linksschwarm ist ziemlich massiv. Der Linksschwarm hat auch gleich 3-3 mit Adrenal Glance. Also macht auch erschreckend viel Schaden. Der Panzer unten bleibt tatsächlich bestehen. Bio kommt zurück. Die Barracks fliegen in die Luft. Die Wall ist aber gebrochen. Es geht in die Mainbase. Mainbase ist nach wie vor offen. Nachdem da mehrere Gebäude schon zerstört und SCVs werden angeknabbert. Hier drüben gab es noch ein paar Probleme. Da wurden die Linge aufgeräumt. Aber die Linge hier sammeln noch mehr SCV-Kills. 12 Kills gemacht. In der Mainbase geht es auch nochmal weiter. Diese Linge fressen sich durch. Wird das Newton, soll das alles verteidigt werden, dann wird um eins, was da noch rumsteht. Rainer arbeitet sich da Stück für Stück durch, wenn das in seine Ablenkungsproben ziemlich erfolgreich war. Einige Gebäude rausgenommen, einige Gebäude brennen und einige SCVs auch mitgenommen. Damit Mining-Vorteil ist da für den Sorg. Hat aber eben auch mehr Economy oder mehr Ressourcen gebraucht. 3000 Resources Lost Unterschied zu diesem Zeitpunkt. Aber nächste Armee ist ready. Ulis werden gebaut, Baning mit dabei. Vipern haben Energie. Und Creep ist in der Mitte der Karte angekommen. Also, es bleibt weiter spannend. Mainbase inzwischen fast komplett aufgebraucht. Das letzte Boot Vespingas hat sich aber lange nicht gearbeitet und hat das noch. Und hier die Sorgami wird aber gerade gepusht von der Bio. Off-Creep ist es eher schwieriger für Rainer zu fighten. Er schickt wieder einen massiven Link-Counter-Run bei. Es gibt den Sensor Tower hier, der sieht das dann auch, aber er sieht es relativ spät. Und die Linge wollen wieder rein, die Linge sind wieder drin. Ghost damit dabei, der tarnt sich, um am Leben zu bleiben. Weitere Ghost tarnen sich, um am Leben zu bleiben. Dafür die Terran Army hier pusht ran. Kann man das blocken? Diese Marauder sind im Weg, die Linge sind in der Mainbase, hier der Terraner-Push ebenfalls. Also es wird ein bisschen Base-Trading, gerade der Uli wird gefokust, die Marauder prügeln sich durch. Rainer schafft den Süden nicht zu halten, im Norden fleht er die Basis, aber nimmt die ganzen Terraner-Units raus. Es sind nur noch die Medivacs eigentlich da. Seine Linge fressen sich damit aber immer noch durch die Mainbase von Maru gerade. Dessen Produktion ist ein bisschen verstreut, ein paar Linge tanzen da ein bisschen dumm gerade rum. Die Ghost Academy wird gerade teil und runtergefressen. Die Linge ist weit unterwegs, wollen sich eventuell noch eingraben, ja das tun sie auch. Und hier unten die zwei Basen wurden aber ausgeschaltet. Also Rainer fliert zwei Bases, sorgt für etwas Chaos in der Terraner-Basis. Aber Maru kriegt das wieder unter Kontrolle. Währenddessen hier muss aber dann auch einladen, rückwärts boosten, einmal die Armee sammeln. Maru hat auch einiges an Supply verloren in der letzten Zeit. Zwischen doch sehr viel Verluste und die Sorg-Army geht wieder auf Angriff. Man sieht, Mining-Vorteil hat sich dafür gedreht. Dafür eben der Army-Supply-Vorteil, der ist ebenfalls geswitcht auf die andere Seite. Also jetzt muss Maru den Konter aushalten. Die neue Basis unten wird geliftet, bleibt damit am Leben. Die hier PF kann sich wehren. Vier Ulis werden gebaut, Kitness Plating kommen dazu, Abgezettung ist eben 3-3 auf beiden Seiten. Fünf weitere Kasernen kommen für den Terraner. Nächster Lingram Ball wird hier reingeschickt, da ist der mega angeschlagene Panzer, da fehlt nicht viel, um den zu fressen. Wird um einen Zadar aber nicht eingebottelt, jetzt werden sie eingebottelt. Die Frage ist, schießen sie auf die eigenen SCVs teilweise. Mehr SCVs werden weggeknabbert, unten die Linge werden noch ein bisschen angelockt, noch mehr Linge sind da und die PF soll angegriffen werden durch die Ulis. Rainer schaltet wirklich voll auf Attack-Modus.
mit der nächsten Welle und der nächsten Welle. Er will die PF haben. Blinding Cloud ist drauf. SCVs reparieren allerdings. Corrosive Ice war damit reingejagt. Liberator kommen dazu. Reicht das, um die PF zu knacken? PF wird nicht geknackt. Es ist sterben, aber 19 SCVs. Trotzdem, die Ghosts wollen jetzt die Ulis auseinandernehmen. Da wird einer rangezogen. Die restlichen lassen Snipes regeln. Und die Ulis werden schwächer. Gott, Ghost plus Liberator. Kombo 7 Ghosts auf dem Feld, 4 Liberator. Dafür hier sind immer noch ein paar Linge drin gewesen. Zahns hat sie Kills am Ende auf den SCVs gemacht. Die Basis konnte jetzt auch wieder landen. Da war ein Ding noch eingegraben. Overlord fliegt hier gerade noch entspannt drüber. Generell die Overlords parken hier gerade, was ein bisschen komisch ist, aber einfach Rally Point. Da waren noch Overlords benötigt und die hatten denselben Rally wie die restliche Armee. Und wir haben die nächste Runde Banes, die nächste Runde Linge, die nächste Hatch, die da gesetzt wird. 57 zu 83 Worker. Rainer hat jetzt einiges an Economy-Vorteil, aber eben auch 5000 Ressourcen mehr gebraucht. Die Basis kriegt gleich Widowmine-Gesellschaft oder die andere Basis. Da sind ein paar Baninger eingebuddelt. Nochmal Overlords werden angeschossen. Linge rennen hier einfach mitten durch die Gegend. Hier unten sind die Ulis und Dix, versuchen nochmal eine PF zu knacken. Gott, die PF jetzt schnell Hitpoints, wenn sie da nicht repariert wird, und die PF wird fertig und bricht. Also besser hätte es fast nicht laufen können für Rainer. Was hätte besser laufen können, ist der Verlust der Drones auf der anderen Seite, weil hier waren einige und davon blieben keine übrig. Für sich, hier gab es schon mal 6 Kills und hier wurden nochmal 12 Kills nachgelegt. Also fast die komplette Minoline wurde währenddessen abgeräumt von diesen zwei Widowmines. Bam, bam. Und ja, Basis abgeräumt. Die Basis hält mit den Ghosts, mit der PF, mit den Liberatern. Wieder mal sehr viel Feuerpower an der Stelle. Rainer selber droppte im Supply ziemlich ordentlich. Die Vipern fressen auch eine EMP. Er sprengt keine Energie mehr für irgendwas. Da wird eine neue Basis versucht. Das heißt, alle Basen wurden eigentlich schon mal besetzt. Wenn auch die Basis direkt gestorben ist. Aber überall steht ein Gebäude. Die Widowmines werden jetzt geklärt. Die Widowmines oben sind noch. Können nochmal schießen. 19 Drones jetzt zerlegt. Und runter sind wir auf 66 zu 63. Worker Economies werden wieder schwächer nach 20 Minuten. Und Maru hat einfach ein ziemlich monströses Army Supply, dem Rainer irgendwie begegnen muss. Muss die Basis nochmal evakuieren, kann die Basis nicht halten. Die Fagis wechselt in den Süden, er überlegt sich's, aber da wird er überall gescannt auf dem Weg. Maru ahnt das schon, dass das kommt. Und die PF hat inzwischen 17 Kills gesammelt. Die Länge kommt da alleine nicht durch. Unten die Basis steht noch nicht. Und die Turn Army wandert jetzt auch runter. Es ist mega viel Creep auf der Karte. Da hat sich Maru auch nicht so viel dagegen gestemmt bisher. Er versucht einfach die Einheiten auseinanderzunehmen. Und das tut auch weiter. Uli fällt. Nächste Uli im Visier. Da landet nochmal ein Snipe. Es sind 6 Ultralisken irgendwo auf der Karte. Die Linge rennt jetzt hier rein. Wer dessen restlicher Sorgtrupp ist hier unterwegs, wollte sie aber nicht mit reinstürzen. Rainer plant eher wieder auf einen Counter-Attack. Die Basis wird aber trotzdem recht gut verteidigt. Die Sorg-Army nimmt auch nochmal eine weitere Hedge raus. Die Linge warten ab. Die Linge haben keinen Fluchtweg mehr tatsächlich. Versuchen es mit Eingraben. Aber auch das wird nicht retten. Da kommt der Scan. Währenddessen nutzt Rainer die Zeit, um mit einem weiteren Runway um die Ecke zu kommen. Rennt in den Widowmine. Rennt dann noch mehr Widowmines gleich. Versucht nochmal SCVs zu erwischen. 63 zu 73 Worker. Die Basis im Norden wurde nicht wieder aufgebaut, dass eine Widowmine auch die da immer wieder mal reinschießen kann. 6 SCVs hat es gekostet. Pavion Forces sind auch noch weggefressen und da will die Zerg Army auch nochmal zuschlagen, weil ein Teil der Armee, okay, der Infestor war mittendrin in der Terraner-Truppe, landet einen guten Fangel, nimmt den Teil raus, mehr Infestoren sind mit dabei. Also die Schlacht ist weiter wild zwischen den beiden. Vayner gibt da alles, aber tatsächlich Maru, er bleibt weiter besser in der Effizienz, er tradet besser. Sind zwischen bei 34.000 zu 25.000 Resources lost. Und man mag das auch. Rainer schafft es nicht zum Max-Out. Maru hat den und baut auch weitere zusätzliche Commands an. Jetzt kriegt ihr nochmal Ärger. Das ist nur noch ein Orbital-Command anstatt einem PF. Das heißt, die Länge können ein bisschen mehr tun. Die Ghost wieder mal mit der Tarnung. Wahnsinnig gut wichsen. Es sind wie viele Ghosts? 13 Stück inzwischen. Richtig hohe Menge an Ghosts im Einsatz. Die Länge versuchen sich am Rande noch einzugraben, aber der Scan ist noch da. Die Länge werden ausgeschaltet, bevor sie da, oder bevor der Scan ausläuft. Und es werden, ja, mehr Bio-Einheiten, mehr Liberator. Hat Rainer eine Antwort dafür? Er transfused sie erstmal durch, weil vieles angeschlagen ist von seiner Truppe. Natürlich Mining Tennis 21 Minuten. Man braucht die neuen Basen. Die alten laufen alle leer. Die ersten drei sind eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Gut, die dritte tatsächlich noch, weil eben die dritte sehr spät kam von Rainer, aber die Main und Dutch sind komplett aufgebraucht. Aber da fällt das Vespingas. Er hat das zweite Vespingas gar nicht genommen von der Basis. Interessanterweise. Nochmal ein paar SCVs wurden da gerade zerlegt. Gesamt 59 zu 76 und Maru hat halt einen 130er Army Supply. Meine Tennis ist Rainer wieder vorne, aber er braucht halt auch das Geld. Konnte bisher keinen so effizienten Trade nehmen. Mehr Commands sind unterwegs für den Terraner. Er hat 2 OCs, 2 PFs und baut eben mehr CCs mit dazu. Die Dinge stürzen sich in die Widowmine. Die Ulis wollen da ran. Corrupt ist mit dabei gegen die Leviter. Der Infestor von hinten landet in Fungal. Aber ist das genug für Rainer? Er stürzt sich in diesen Fight nochmal. Fungal, es kommen nur dazu. Viper kommt ein bisschen später. Parasitic Bomb. Aber es regnet Snipes. Es regnet Snipes und die Zerg Army verschwindet am Boden. Die Corrupt sind noch in der Luft, aber die helfen nicht gegen die Marauder, gegen die Ghosts. Die Hedge wird zerstört und das hat Rainer ziemlich viel gekostet. Auch Maru hat einiges gekostet, aber er hat trotzdem da auch viel, viel kaputt gemacht. In den letzten 3 Minuten sind Laufzüge mit der. Man sieht auch, das Turn Army Supply hat einen ordentlichen Knick hingenommen. Maru konnte es aber besser nachbauen. Er ist finanziell doch noch ein bisschen besser aufgestellt gewesen, was Geldreserve betrifft. Und er macht jetzt Druck nach vorne. Und er hat halt immer noch diese Ghosts, diese absoluten Zerstörungsmaschinen.
die gerade die ganzen Unis auseinandergeflext haben. Es kommen vier weitere Ultralisken, aber bis die da sind, verliert halt Rayner einiges. Er versucht es mit einem weiteren Counterattack mit den Dingen hier unten. Das OC wird geblockt, SCVs werden gefressen. Hier, neue Infestos mit drin. Der fangelt mal ein paar der großen nochmal Infestor von der Rückseite. Er versucht auch noch einen Fangel zu setzen. Die Fangels sind ziemlich gut, aber es fehlt halt das Follow-up. Man muss die nicht noch tatsächlich zerlegen. Da schaffen es die Unis mal ein Stück weit näher ran. Da kommt noch ein Infestor mit dran, ist da nochmal ein Fangel drin. Da kommt nochmal ein Fangel auf die getarnten Ghosts, aber die Unis sind bereits weg. Die Linge sind bereits weg. Die Linge versucht es noch, den Marauder zu fressen. Die Crafter fliegen da oben mit rum. Aber die Terran Army räumt trotzdem noch mehr Circle of Rainer Supply, droppt mehr und mehr. Sein Income ist einfach nicht da, um das zu supporten. Er verliert jetzt mehr Creep. Er hat die Basis hier verloren. Die Drones fahren irgendwo hin, einfach irgendwie Geld ranschaffen. Wäre der Gedanke, ein weiterer Ultralisk ist mit dabei. Die Ghosts haben inzwischen keine Energie mehr für weitere Snipes. Die wird aber schießen noch ein bisschen die eigene Truppe. Trotzdem, Rainers Gebiet schrumpft. Sein Income wird nicht wirklich besser. 75 Drones, aber ihm fehlt es, glaube ich, einfach an Basen. Er macht hier ziemlich viel Long-Distance-Mining gerade. Weil die Base ja ist schon rot. Die Base ist ebenfalls rot. Die Basis ist ebenfalls rot. Er braucht neue Mineral Lines. Das heißt, er müsste eine weitere Basis etablieren. Die im Süden hat aber Marus sich geschnappt und die im Norden. Da versucht es, aber da steht die Terran Army halt direkt nebenan. Also sollte gar kein Problem sein für Maru, das den kurz rauszunehmen. Wird um eins haben ja auch gleich nachgeladen. Das heißt, die Ulis leben gefährlich. Neue Infestoren kommen. Scan schon mal vorsichtshalber, falls sich ein Infestor zwischen der eigenen Armee befindet. Linge starten einen weiteren Run-By. Aber Rainer mit 130 Supply und die wird um eins und die PF warten ihm da zum Verhängnis nach und nach. Ja, Maru wandert zwar in den Süden, aber er müsste es gar nicht. So gefährlich sind die Linge nicht. Aber es kommt noch das Rüstungsupgrade auf den Gebäuden drauf. Die Terran Army, sie wächst und Maru ist wieder maxed out. Rainer hängt bei 140 Supply rum. Also trotz der ganzen Bemühungen scheint es am Ende doch Richtung 2:0 für Maru auszusehen. Was kann Rainer hier noch machen? Er baut weiter Ulis, aber er muss eine weitere, vor allem auch eine wichtige Basis aufgeben. Er kriegt die im Süden, aber er kriegt die im Norden, aber verliert die im Süden. Und die Drones müssen da erstmal erarbeiten. 81 zu 74 Worker, hinten drin ein paar Baning im Morphen, aber Liberator hat das im Blick und klärt das. PF steht neben dem OC, um es zu unterstützen. Und ja, das Circle Beat, wie gesagt, es schrumpft gerade die letzte Zeit. Rainer hat 150 Supply, die Basis im Norden noch nicht mehr ganz fertig. Und ja, geldtechnisch geht da einfach nichts. Er hat keine aktiven Basen. Die dritte ist inzwischen auch komplett leer. Die Basis läuft nur auf halb. Also bei Rainer kommt einfach nichts an Mineralien rein. Ja, 2800 zu 800. 2000 Mineralien Unterschied pro Minute. Und die Bio pusht jetzt nach vorne. Nächste Uli verschwindet an den Snipes. Und das Wattenzaul ist nachgebaut. Aber die Turnangel hat zu viel Feuerpower EMPs auf den Festoren. Rainer hat nicht genug. Ein wildes Game, das jetzt zu Ende geht. Und es ist am Ende ein 2:0 für Maru. Der Decider Split wäre jetzt ziemlich lustig gewesen. Aber Rainer hat es nicht geschafft, Maru zu zerlegen. Er stand ja wirklich schon hier mittendrin. Hat SCVs rausgenommen ohne Ende. 101 SCVs sind gestorben. Nur 32 Drones im Vergleich dazu. Dafür aber 7 Hatcheries gesniped. Viel Infrastruktur, die da auch Maru über die Zeit verloren. Vor allem vieles hat Maru am Anfang verloren. Dass er sich aus diesem 13 SCV-Keller rausgezogen hat, war wirklich beachtlich. Und dann hier noch so eine Makroschlacht da draus gemacht. Und am Ende ist Rainer einfach die Puste ausgegangen. 15.000 Ressourcen mehr verloren. Er hat wirklich so vieles versucht. Er konnte Maru einfach nicht brechen. Also wirklich cooles Match von den beiden. Das war's mir. Bis zum nächsten Mal und ciao.